Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Und nach 3 Jahren sind wir wieder hier. Es ist ja ein bisschen was dazwischen gekommen, aber wir sind hier und ihr seid hier und wir haben einen wunderbaren Gast. Pandemie, Putin, alles. Dankeschön, dass Pandemie. Wie komme ich jetzt? Ich hatte die Anmoderation schon angesetzt und dann grätschst du rein das mit Punkt. Deiner Prostata. So könnte das Ding genauso heißen. Genau, ja, der neue Podcast, Pandemie, Putin, Prostata. Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg. Hallo Köln! Hamburg! Hallo Hamburg! Juhu, Hamburg! St. Pauli! Mensch, lange nicht gesehen! Hamburg! Meine Güte! Es waren 3 Jahre! 3 Jahre! Es kommt uns aber vor, als wäre es nur eine halbe Stunde gewesen. Unglaublich! Hallo und herzlich willkommen im Schmidtchen zur wievielten Episode von 103. Und es ist unser... And our first episode completely in English. Oh, yes. Das hast du schon... You tried that once before. It failed... Miserably here. Yeah. How do you do today, you old motherfucker? Oh, I'm so fine. Have you been on the Reeperbahn? I've made a chair walk since 10 minutes ago. Okay. Well, it's very interesting. It was a pretty brown sausage, I have to say. Yeah. Because it's about our vegetarian meal. Oh, yes, you had your first vegan burger today. Ich hatte today. Vegan Burger und vegan Fisch. Oh, also ich habe nicht Fisch gewogen, sondern ich habe... Und dann hat er gefragt, Fisch. How much is the fish? Ja, hey, es war 8,90 Euro. Es war 8 Euro. Und tatsächlich habe ich heute veganen Fisch gegessen, gegenüber. Ja. Das hat ihn total geflasht. Der hat wie Fisch geschmeckt. Ja. Also es war unglaublich. Und der war so gut, dann kann man auch direkt Fisch essen. Ja, das ist meine Devise. So gut war der. Aber wir sind nicht hier, über Fisch zu reden, sondern erstmal schön, dass ihr da seid. Die Pommes waren aus Fleisch, das muss man sagen. Das genau. Ist das Monierig. Veganer Burger mit Fleischpommes. So, wir freuen uns, dass wir hier sind, dass ihr da seid. 3 Jahre haben wir gewartet, dass wir endlich spielen können. Ja. Hier im Schmidtchen wieder, dass wir da, was heißt spielen, dass wir hier sind. Ja. Wir haben hier unseren ersten Live-Podcast gemacht im Jahre 2018 mit dem großartigen Monty Arnold. Ein Jahr später haben wir hier gesessen zusammen mit Patrick Bach und Gary ist eingeschlafen. Ja, fast. Und Weiner? Nicht an Patrick Bach. Nee, es lag an den Getränken, die Gary hat jetzt für die uns nur hören, was hast du denn da? Ein Schichtsalat. Das gehört alles unserem Gast. Und nach 3 Jahren sind wir wieder hier. Es ist ja ein bisschen was dazwischen gekommen, aber wir sind hier und ihr seid hier und wir haben einen wunderbaren Gast. Pandemie, Putin, alles. Prostata. Dankeschön, dass Pandemie. ich war schon. Oh Gott, wie komme ich jetzt? Ich hatte die Anmoderation schon angesetzt und dann grätschst du rein das mit deiner Punkt. Prostata. So könnte das Ding genauso heißen. Genau, ja, der neue Podcast, Pandemie, Putin, Prostata. Herzlich willkommen hier zu Titel, Thesen, Temperamente. Heute Pandemie, Putin, Prostata. Und über diese Themen werden wir nicht sprechen. Wir sprechen über etwas anderes mit unserem Gast heute Abend. Es ist niemand anders als, ladies and gentlemen, boys and girls, the one, the only, Bernhard Hoecker! Guten Abend, Bernhard. Dankeschön. Bernhard. Hallo, ich grüße alle. Endlich Guten Abend jemand. Ist völliger Schwachsinn, ne? Was? Guten Abend? Guten Abend ist völliger Schwachsinn, weil Podcasts werden ja immer... Ja, immer. Es ist ja live. Das ist ja live. Publikum, echte Menschen. Ja, jetzt hier. Aber doch nicht draußen. Endlich mal jemand auf Augenhöhe. Komm, wir setzen uns mal hin. Ach, ja. Oh. Bernhard, altes Haus. Da hat jemand den Bild-Zeitungsartikel nicht gelesen.
So. Bitte was? Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe einen Bildzeitungsartikel gemacht, dass ich jeden Gag über meine Größe schon gehört habe. Und ich muss sagen, es stimmt. Es stimmt, ja. Hast du. Ich glaube, ja, der Hennes auch. Wir haben uns da so ein bisschen auch ausgetauscht früher. Wir haben alles schon gehört. Du hast aber den Vorteil, dass du noch mehr Haarwitze machen kannst als ich. Ich kann noch Haarwitze machen, das, ja, das kriege ich auch noch hin. Mhm. Genau. Und das war's aber auch. Das war's. Insofern, ich bin halt so ein. Ich habe zwei Standbeine in meiner Karriere. Ich habe auch das zwei eine Beine. Sind meine keinen Haare. Und das andere meine keine Größe. Aber genau, du hast doch die menschliche Größe, die zählt. Das ist falsch. Wenn du eine Hose kaufst. Boah, siehst du, das ist so, so toll. Man kriegt so schöne Trostmails. Rohecker, machen Sie nichts draus. Jeder kriegt 2 Meter. Es ist nur eine Frage der Verteilung. Ja. Ja, genau. Okay. Ich habe es mehrmals gelesen, wie ihr jetzt gerade mehrmals nachdenken muss. Ausziehen, ja. Ja, super. Man merkt, man ist auf St. Pauli hier. Ja, genau. Ich bin ja mal auf St. Pauli. Du bist auf St. Pauli mal ausgezogen? Nein, ich habe gespielt im Schmitz-Tivoli und dann bin ich nach Hause gegangen zum Hotel Richtung, ich wollte gerade sagen zum Rhein runter, aber das ist falsch. Das ist falsch, das ist der falsche Fluss. Das ist die Weser. Ja, genau. Das ist die Weser hier, ja. Die Wolga. Richtung Elbe. Dann stehen ja abends so, ganz komisch, das ist ja sehr weit im Norden, trotzdem werden hier sehr viele Skianzüge verkauft. Ja. Und dann laufe ich lang und dann sagte so ein Skianzug zu mir, ey Holger, ich kenne dich. Das ist bei der Zielgruppe, also bei der Berufsgruppe immer sowas, wenn die sagen, wir kennen dich, ist das immer so eine Sache. Und bleib hier, die Chantal, die ist ein Fan von dir. Dann tippte sie was in ihr Handy rein mit vielen Strasssteinen drauf, dann geht oben ein Fenster auf, Chantal guckt raus, ah, ich kenne dich. Das heißt, ich war schon zweimal hier, wenn das einer beobachtet hat. Kommst du rein? Ich dachte immer, das ist so ein dezenter Beruf. Ist es überhaupt nein, nicht? Nein, nein, nein. Das wird wie Fisch verkauft. So, und dann hatte ich die Wahl, gehe ich jetzt in dieses Haus und erlebe was, aber überlebe es nicht? Ja. Oder gehe ich nach Hause und langweile mich? Ich habe mich fürs Haus entschieden. Das ist richtig. Obwohl, das für die Mädchen muss das toll gewesen sein, wenn sie haben ja festgestellt, plötzlich der Satisfier kann sprechen. Und ich glaube, das ist für die... Der einzige Größenwitz. Ja. Ist das der Bruder vom Equalizer? Du musst es Gary erklären. Tut mir leid. Erklär es bitte Gary und den zwei Leuten, die es jetzt nicht verstehen. Nee, offensichtlich den Bernhard nein. auch. Ja, das Problem ist, das ist der Unterschied. Wenn ich was nicht verstehe und das kommt sehr oft, dann mache ich trotzdem. Das mache ich die Hälfte der Zeit auch. Und was machst du? Hä? Was? Das habe ich nicht verstanden. Satisfier, ist das der da? Das ist so ein. Der Kunde? Das ist ein Mann. Das ist ein Mann aus dem Sauerland. Der alles kann. Und den, verstehst du, der trägt so einen einteiligen Overall, den kannst du nach Hause bestellen. Und dann sagt er, ich bin der Ludger und fängt an, sich langsam und lasziv auszuziehen. Nee, das ist so ein Gerät, habe ich mal gelesen. Das ist so. Ich mag ja an den Podcasts, dass man so viel über das Privatleben der Protagonisten erfährt. Das ist so, ja, aber ich, keine Sorge, ich stecke mir nichts mehr in den Arsch, schon seit Wochen nicht mehr. Und das hast deswegen. Du... Sprich bitte mit Gary darüber, ich möchte nicht. Ich hatte tatsächlich eine ähnliche Begegnung gestern. Ich hatte komplett... Das ist super, ich liebe die Geschichte. Ja, jetzt erzähl schon, jetzt die schon. Geschichte. Naja, die ist jetzt nicht so aufwendig wie Bernhards. Also ich bin, und die ich bin war aufwendig. Richtung Hotel gegangen und jetzt muss man voranschicken, ich habe keine Badewanne. Schon seit Jahren nicht mehr. Wir hatten einen Wasserschaden und da hat man uns die Badewanne weggenommen und gegen eine Mörderdusche ersetzt. Weggenommen, super. Verstehen Sie? Weggenommen. Er saß das Sanitäramt, Glückeswagen kam. Gary saß in der Badewanne. Ja. Sie müssen raus! Raus! Raus, sofort! Komm, Stöpsel runter, du Schwein. Und das war's für ihn. Nein, aber ist das ein Satisfier? Nehmen Sie das mit. Genau. Wir haben eine ziemlich große Dusche, die ist auch toll. Aber gerade bei dieser... Haben die Wanne nur hochgestellt, oder? Nee. Nein, die ist du packst so viel Material an die Geschichte. Ja, erzähl die Begegnung. Also, die Begegnung war... Wir möchten Dirnen-Content. Ja. Ich gehe Richtung Hotel und habe komplett vergessen, wo ich bin. Und mit einmal sprang auch so eine junge Frau auf mich zu und meinte, na, was machst du denn heute Abend noch so? Und ich so, ach, ich gehe jetzt ins Hotel, in die Pullewanne und danach gucke ich noch 2 Folgen 1899. Und du? So, achso. So ernsthaft so eine Frage beantworten, das ist super. Lieb ich. Ja. Gary in der großen Stadt, herrlich. Ja. Wunderbar.
Mich hat ein anderes Mal einer angesprochen, bei einer anderen, also auch, aber auch hier in Hamburg, die Sprache, also wenn man da vorbei wird man ja angesprochen, also wenn man mal jemand angesprochen werden möchte, ohne Namen, da ist man hier genau richtig. Und die sagte auch, willst du mitkommen? Und ich so, nee, tut mir leid, ich bin verheiratet. Was war schon im Nachhinein blödes. Oh. Und dann, ja, und dann sagte die zu mir, ich hatte noch nie jemanden, der nicht verheiratet war, was ich für eine Lüge halte. Ja. Und dann hab ich ihr versucht zu erklären, die Intransitivität dieser Aussage, wenn aus A B folgt, folgt noch lange nicht aus B auch A. Okay, er hat das ist aber einer eingeschenkt. Du, er lieber hat, Gesangsverein. Mal, sag mal so. Bernhard hat mit einem danach Satz durfte ich nicht mehr mitkommen. Das Redest Bernhard du hat auch mit einem Satz den kompletten intellektuellen Latte hochgelegt. Apropos Latte. Ja, das heißt aber auch nicht, dass Prostituierte dumm sind. Nein, das hat doch kein Mensch gesagt. Gegenteil. Sie sind unheimlich gewieft und nicht nur. Also es war nur lustig. Ich fand das halt lustig, dass Hennes, ist das tatsächlich auch passiert? Wo waren wir in Amsterdam? Wo fahren wir in Amsterdam? Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Wenn man solche Geschichten über sich selber erzählt, weiß man, wie sie ausgehen. Wenn andere die Geschichten über einen erzählen, nein. Oh, jetzt waren alle beteiligt. Es war ein Junggesellenabschied. Wir sind spontan nach Amsterdam gefahren und ich habe zum ersten Mal einen ganz lustigen Kuchen gegessen und hatte großen Spaß. Und für den Rest des Tages ging Gary 20 Meter hinter uns her und guckte. Ich trottete, so wirklich wie so ein Zombie. Wie so ein Zombie. Und es ist nicht so, dass du sonst rennst. Da durch also es war Rotlichtviertel. Auf jeden Fall lehnte da eine große, massige Frau aus so einem Fenster und meinte zum Hennes, ob er denn nicht auch kommen in ihr... Ob ich nicht auch kommen möchte, ja. Ja, genau. Nein, ob mit, sie dich... Mitkommen, ja. Was hat sie denn noch konkret zu dir gesagt? I need a small man. Und Hennes Antwort war halt der Klassiker... I'm married. Und da hat er den Finger noch mit seinem Ring noch so hochgelacht. Und sie hat sich kaputt gelacht. Und ich habe mich erstmal kaputt gelacht. Und zwar eine halbe Stunde lang, weil... wir haben ihn dann stehen lassen. Weil ich so gedacht habe, ich meine, das deckt sich jetzt wieder mal mit Bernhards Geschichte, aber weil ich gedacht habe, ja, da hast du sie jetzt aber richtig überzeugt. Also da Aber schön, dass du da bist, Bernhard. Du bist auf dem Weg gerade hier im Norden. Du machst Station, du bist morgen in Kiel und dann in Neumünster. Das heißt, du bist auch wieder live auf Tour mit deinem aktuellen Programm, das da heißt. Das da heißt, morgen war gestern alles besser. Und damit sind wir auch schon beim Thema, denn Bernhard ist, und das war eine sehr gute, eine Grimme-preisverdächtige Überleitung, denn eine deiner Leidenschaften, was Filme und Serien angeht, ist ja die, Achtung, Zeit. Reise. Nicht wahr? Und da gab es ja eine Serie während der Pandemie, die viele von uns auch beschäftigt hat, euch denke ich mal auch, nämlich die deutsche Serie Dark. Ja. Oh Gott. Ja, genau. Oh Gott, ich denke auch. Ich liebe Zeitreise und Mindfuck-Filme. Und da kommt beides zusammen. Ja. Das ist fantastisch. Es ist, wie haltet ihr es denn hier so mit dem Ende und Verraten und so? Ich glaube, Dark könnten wir jetzt, oder? Möchte jemand also nicht, dass wir... Also bis jetzt Dark noch nicht zu Ende gesehen hat, dem... Nein, Quatsch, Blödsinn. Ja, aber also doch, es ist bei Dark der Fragen, jetzt das, auch nie mehr, oder? Selbst wenn man das Ende verrät, nützt es nichts, wenn man es trotzdem nicht eben besteht. Genau, ja. Okay. Also ich habe es immer... Es sind drei Staffeln gewesen, die erste Staffel... Der Mann aus Recklinghausen. Nein. Also das Schöne, was ich bei der Serie mag, ist, dass sie unfassbar langsam erzählt. Also das könnte auch ein Film sein von 20 Minuten, aber sie machen eine Serie draus mit irgendwie 18, 19, 200 Folgen. Und dann kommt noch hinzu, und das finde ich, das ist leider ein bisschen anstrengend, die sind unfassbar langsam. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, die können auch nichts normal sagen. Die gehen nicht einfach raus und sagen, ich mache die Tür zu, sondern die gehen zur Tür und sagen, wenn ich eine Tür öffne, kann ich sie von der anderen Seite wieder schließen. Ja. Das stimmt ja auch. Wenn du etwas ins Glas gießt, ist es voll, aber danach ist es wieder leer. Ist nicht leer sein immer auch ein Stück voll sein? Und man denkt, man trinkt den scheiß Kaffee. Mein erster Gedanke war, ja, die Deutschen haben es mal wieder geschafft, aus dem tollen Thema Zeitreise auch den letzten Spaß rauszuquetschen irgendwie. Und, Wer erinnert sich nicht an die Morlocks? Das hat doch richtig Böcke gemacht. Nein, das hat schon, nee, Spaß gemacht hat Spaß schon. War's schon. Ja, aber das jetzt, genau. Und dir hat es besonders Spaß gemacht. Dir hat sogar so viel Spaß gemacht. Aber hast du den Faden verloren. Hast du den Faden verloren oder brauchtest du Hilfe? Nein, also es ist so, ich habe die erste Staffel geguckt und nicht, also was heißt nicht verstanden? Also ich habe sie halt ganz normal verstanden, wie jeder andere auch, eben nicht. Und dann...
Und dann kam die zweite Staffel. Dann dachte ich, bevor ich mir die zweite Staffel angucke, gucke ich mir die erste Staffel an. Hab aber versehentlich die zweite Staffel schon gesehen und noch weniger verstanden. Hab dann die erste hinterher geguckt. Den okay. Fehler habe ich bei der dritten Staffel nicht gemacht. Da habe ich dann die erste, dann die zweite und dann die dritte Staffel nochmal geguckt. Wurde dann ein Schuh daraus? Es ergab Sinn. Und, ja. Und damit ich das auch verstehe, habe ich... Hast du? Ich habe mir das, aufgemalt. Wie es, deine Art ist mit Wachsmalstiften? Nein, ich habe mir extra ein Programm heruntergeladen, weil die gängige Software für Struktogramme nicht ausreicht, um das darzustellen. Das habe ich bei Two and a Half Men gemacht. Und ich habe mir dann also eine Grafik gemacht, weil es geht ja nicht nur um einen Stammbaum, wer da mit wem wie verwandt ist, das wäre ja noch einfach, ein einfaches Stammbaumbild. Es geht ja auch noch um Zeitreisen. Das heißt, man hat quasi noch so eine dritte Ebene. Das heißt, du hast das nicht digital, du hast das digital gemacht und nicht digital. so wie das Profiler glaube, machen, so mit Zetteln und mit einer roten Schnur und so Nadeln an der Wand. Das möchte. Doch, das habe ich gemacht und zwar auf der ICE-Fahrt von Bonn nach Hamburg. Und dann ist der Zug weitergefahren und ich weiß nicht mehr, was ich da an die Wand gemacht hatte. Das ist geil. Aber wir haben den Beweis hier. Können wir das mal einblenden? Wir haben deine Grafik da und wir blenden jetzt die Originalgrafik von Bernhard Hoecker. Das Dark. War ihr Leben. Habe ich mal gepostet. Achtung, vielleicht werden wir jetzt alle klüger. Weißt Arno, du denn Bescheid? Blend die mal bitte ein. Ja. Na, die lädt noch. Das sind ziemlich große. Das ist groß. Und ich habe das als PDF mal irgendwo hingelegt. Mhm. Hoffentlich kommen jetzt keine Dinge. Ja, da sind die drei Hauptfiguren zu sehen aus der Serie Dark. Schau mal hier. Übrigens, das Q hat nichts mit QAnon zu tun. Ne? Das möchte ich nur noch mal betonen. Nee, das hätte jetzt auch keiner gedacht. Durch die Erwähnung hast du heute auch nicht erstmals verdächtig gemacht. Ja, genau. Also, tolles Bild. Das ist da mit da drauf, Hanno. Hat Amistin geprobt vorher? Nee, uns ist einfach wichtig, dass die Einspieler ruckeln und dass Grafiken lange brauchen, weil wir nicht... Wir schicken euch ein Fax, okay? Ihr könnt es abrufen. Also die Leute, die unser Video sehen, die sehen es jetzt schon, weil wir es einblenden werden. Ja. Aber die Leute hier, die jetzt live die Geld dafür sind, bezahlt haben, gucken in die Röhre. Sind jetzt leider die Leute, die wirklich sitzen, die eine Anfahrt hatten und nicht rauchen können. Hanno, blende es einfach mal. War das eine PDF? So, Freunde. Ja, das muss ein PDF sein, weil das ist so groß. Das ist wirklich, das ist wahrscheinlich... Hanno, kriegen wir das hin oder nicht? Grafik wird das muss ein PDF sein, weil als JPEG-Grafik wird sie riesengroß. Ja. Und du kannst ja. Dich richtig die Spannung ist mit Händen zu greifen, so viel kann man sagen. Ja. Ich habe viel erwartet von diesem PDF. Das Problem ist, je länger das dauert, desto armseliger wird das Ergebnis nachher. Also, genau. Danke, dass das auch so optimistisch erwartet wird von mir. Genau. Ja. Kann man es denn sehen auf einer deiner... Auf einer dieser Facebook, unfassbaren vielen... Nee, Facebook hat mich weg... Die wollten mich nicht mehr. Okay. Erst haben sie mir nicht mehr ermöglicht zu posten. Okay. Das ging nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, sie posten nicht. Ja. Das ist so, wie wenn du einen nicht einlädst und dann sagst, ganz ehrlich, du kommst nie. Und dann wurde ich gesperrt. Und jetzt habe ich nur noch Instagram. Ich bin jetzt Insta. Ich bin auch Influencer. Wer will, kann mir seine Produkte anbieten und ich werde sie mit einem Poster präsentieren und dafür mehrere Milliarden Dollar verlangen. Das kannst du deswegen mehrere Milliarden Dollar verlangen, weil du der Einzige bist, der Selfies in Originalgröße posten kann. Das muss... Komm, der war nicht schlecht. Es war nicht der große Wurf. Ja. Nur weil du dir keinen großen Bildschirm leisten kannst. Dünnes Eis. Komm, ich kann dir jetzt hier ein Kino hinscheißen, wenn ich will. Das ist auch Sätze, die man selten sagt. Ich scheiß dir in Cineplex hin. Hier, ich hab gestern ein IMAX geschissen. 400 Oompa-Loompas, die bauen die Wichse hier auf. So. Ist gut. Apropos Oompa Loompa, du hast ja auch Kinofilme. Apropos Oompa Loompa, du hast ja einen Kinofilm. Hast du wirklich so angefangen? Ja, natürlich. Ich habe einfach deine Vorlage genommen. Ich erzähle direkt die Geschichte, pass auf. Ja. Und zwar, das Lustige ist, ich bin ja bei Wer weiß denn sowas, das ist so eine Quiz-Sendung. Wer kennt die Quiz-Sendung? Hier. So, sehr gut, alles nette Menschen, ihr besucht eure Eltern. Und zwar, du bist die Eltern... Dafür hätte ich gerne eine separate Grafik. Was soll das denn bedeuten? Nicht fragen. Wir sind schon wieder bei Dark. Und da kommen ja immer Schauspieler. Jetzt ist ja leider mein Problem, dass ich kann mir weder Namen noch Gesichter merken. Also Gesichter schon mal sehr wenig. Das ist ja diese Prosopognosie. Das ist ja eine Dokumentation. Du kannst ja auch schlecht Namen merken, stelle ich gerade fest. Genau. Okay. Und das Problem ist, ich kann mir auch schlecht Namen merken. Vor allen Dingen Namen von meinen Krankheiten. Ja, Prosoakne. Das ist so ein Problem. Ich habe was, aber ich sage Ihnen nicht, was es ist.
Und dann bist du noch Hypochonder, so. Das macht das noch schwieriger. Nein, das bin ich überhaupt nicht. Nein, ich habe vor Krankheiten gar keine Ahnung. Wenn du nicht wüsstest. Oder hast du was Ansteckendes? Nein, gut. Im Moment nicht. Weißt du, du weißt es aber ich nicht, weiß ne? Nicht, nee. Siehst du, du weißt nämlich nie, ob du was Ansteckendes hast. Das kann nämlich immer sein. Man weiß es nie genau. Geh weg. Ja. Einfach deine Körper. Atme in die andere Richtung. Und deshalb sitzen dann manchmal so Schauspieler neben mir, bei wer weiß denn sowas? Und ihr müsst mal darauf achten, wenn ich rede grundsätzlich alle Gäste nur mit du und ey an. Weil wenn ich die mit Namen anspreche, heißt das, dass ich die sehr, sehr lange und sehr gut kenne. Und da saßen auch schon welche bei, da sagte mir dann der Kai vor, der ist total nett, der weiß das, dass ich das nicht kann. Sagte, der Kai Pflaume? Der Ehrenpflaume. Pflaume heißt der mit Nachnamen? Ja, ja, jetzt. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Richtig. Und dann sagt er mir, der hat übrigens bei Dark mitgespielt. Und spätestens dann wird dieser Tag für die Dark-Darsteller schlimm. Weil ich suche mir diese Grafik raus. Und dann ich zu die haben beim Fernsehen auch wahnsinnig schnelle Geräte, um das wirklich anzuzeigen. Ich hab das in der kleinen Version, wenn ich es benutze, geht's schnell. Und dann gehe ich dann immer hin und sage, guck mal, das bist du als Kind und du bist verwandt, weil ich kenne das. Aber kannst du mir mal erklären, warum? Und manchmal werde ich unterbrochen mit, ganz ehrlich, ich habe das Buch nie verstanden. Und dann erkläre ich denen das Buch, das wollen die aber auch nicht wissen, weil die ja schon gedreht haben. Ja. Hast du denn schon eine Grafik für die neue Serie der Darkmacher? 1899. Ja. Wann spielt das eigentlich? Super, das kann noch nicht mal die erste Reihe. Also ich muss ganz ehrlich, also jetzt brauche ich es auch nicht mehr gucken dann. Alter, ist das krank. Sorry für den Spoiler, du hättest dir die Augen zuhalten sollen und nicht die Ohren. Kann auch Schnittmuster für eine Stuhlhose sein. Ist das mir gefällt's. Wie lange hast du dafür gebraucht? Naja, 3 Staffeln. Hast du das während der... Ja, währenddem das läuft. Auch teilweise sind das dann Screenshots. Und das Problem... Mein Gott. Das Problem ist, wenn man ganz nah ran sieht, geht das in den Screenshots. Screenshots und manchmal einfach nur abfotografiert, weil es schneller geht. Also ich gucke dann und dann fotografiere ich es ab. Genau, Screenshots gehen nämlich nicht, wenn manchmal bei den Online-Sachen. Mhm. Dann habe ich es abfotografiert. Teilweise gucke ich aber, wenn ich in der Wanne sitze und dann siehst du in der Spiegelung mich, wie ich in der Wanne im Hotel sitze. Eine zusätzliche beunruhigende Bitte Ebene. Bitte nicht näher ranzoomen, das reicht völlig aus. Aber der kleine Bernhard ist nicht zu sehen. Der, sagen wir mal so, jeder bekommt 2 Meter. Es ist eine Frage. sehr schön, sehr schön. Herrschaften. Ja, hier, mein Lieber. Also ich sag mal hier. Hallo, was ist denn mit 1899? Du hast es komplett gesehen? Nein, die erste Staffel habe ich gesehen. Die erste Staffel, aber das, was zu sehen ist, hast du gesehen. Ja, genau. Und ich finde es total super. Mir hat es wieder totalen Spaß gemacht, weil es ist wirklich total entschleunigend. Ich habe es im ICE geguckt und auf einmal wirkte der Zug zügig, obwohl wir standen. Und das Problem war nur, normalerweise braucht ein Zug von Hamburg nach Bonn so gerechnete 4, 4,5 Stunden. Ja. Praktisch ist man auch gern mal nach 5, 6 da oder steigt in Gelsenkirchen aus. Alles schon passiert. Mhm. Nur an dem Tag war der natürlich pünktlich. Ich habe es aber trotzdem geschafft, nur das Making-of konnte ich nicht mehr fertig gucken. Und die Serie war wieder total super. Das sind wieder diese Schauspieler, die ganze Zeit nur so langsam reden. Und wenn sie unter Deck gehen, dann sagen sie, ich gehe jetzt unter Deck. Und du denkst... Das macht ja Lust auf die Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss es mögen, das stimmt. Ich mag das aber, ich liebe das, weil man das schon weiß. Und wenn man das schon weiß... Fühlt man sich klüger. Und das Tolle ist, und das ist wirklich geil, das spielt... 1899? Auf einem Schiff, 1899. Und hast du es eigentlich fertig geguckt? Ich bin bei der dritten Folge. Bist du bei der dritten Folge? Hm? Da ist er ja noch lange nicht unter Deck. Das hat er in der ersten Folge gesagt. Ja, es tut mir leid, Bernhard. Also ich bin die. Das ist sehr langsam erzählt. Und das Schlimme ist, ich bin auch 2-mal eingeschlafen dabei. Ich habe den Verdacht, dass mir wichtige Plotpoints fehlen. Aber Bernhard macht dir eine Grafik. Die Grafik ist wirklich relativ einfach. Es gibt irgendwie so Hauptfiguren, die überleben. Also es ist komplett das Gegenteil von Game of Thrones. Jetzt die große Frage ist, wie hast du es geguckt? Hast du es in der deutschen Synchro geguckt? Nein. Ich kann es schon beantworten, du brauchst die Frage nicht fertigstellen, ich habe es verstanden. Okay, danke. Was war die Frage? Die Frage war, hast du es auf Deutsch gesehen? Ach so, ja, genau. Die Originalversion, das ist für die Leute, mich kurz für die Leute erklären. So. Denn es gibt ja etwas sehr Besonderes. Das ist das, was ich ja erzählen kann. Dann erzähl du. Wäre meine Antwort. Als Moderator bietest du mir was an, damit ich dann mit meinem Wissen prahlen kann. Dann Wenn du sagst, es stimmt es, dass sie... Ja. Mhm.
Ich habe sie so gesehen, wie du beschrieben hast. Danke. Und zwar ist das Besondere daran, das ist eine internationale Produktion. Also es sind sowohl Deutsche dabei, aber auch Schwaben, Bayern. Es ist wirklich alles dabei, was man kulturell niemals zusammen sehen möchte. Und die reden alle in ihrem Original. Also das heißt, das ist irgendwie ein deutscher Kapitän, dann sind unten dänische Auswanderer, natürlich irgendwelche Engländer dabei, Amerikaner, aber auch Italiener, die irgendwo hinwollen. Und die reden alle in ihren Originalsprachen, unter anderem auch Mandarin. Ja. Und das vertrage ich nicht, ist, krieg ich sofort Sodbrennen von. Muss du mit Schale essen. Und dann, merkst du das so. Charles de Gaulle. Ja. Oh, echt. Ihr werdet es nicht unterbieten, legt euch nicht mit mir an. Unterm Fußboden sind noch so viele schreckliche Wortspielschubladen. Ich kenne nur einen, der das kann, und das ist Kai Pflaume, und der ist auch leider tot. Aber das kennt keiner. Hast du gerade gesagt, der ist leider tot? Ich habe auch verstanden. Das wäre mal eine Neuigkeit. Leider tut. Achso, ja, der macht das. Aber wie er sich auch abrollt. Weißt du, wie der sich abgerollt hat? Komm, ist egal. In der Sendung mit Dieter Nuhr ist das egal. Ja, der lacht dann. Weißt du? Der lacht sich dann total. 20 Minuten lang. Der lacht sich tot. Also jetzt nicht tut. Der lacht sich tot. Nicht tot, lacht sich tot. Und keiner weiß warum. Sag mal, was mich interessiert, sind das Letten, die unter Deck leben? Dänen. Das sind die Lütten. Das sind nicht so große Lütten. Du hast zwei Hobbits hier sitzen, ne? Also wir sind ein bisschen in der Überzahl heute. Und ich kann es so gut verstehen, obwohl meine Perspektive so ist, als würdet ihr 15 Meter weg sitzen, ehrlich gesagt. Komm, der war nicht schlecht. Nein, der war nicht schlecht, der ist ja gut. Naja gut, aber nur weil er nicht schlecht war, war er nicht gut. Also sagst du denn, muss man schon auch differenzieren. Sagst du denn, die muss einen man sagen so, die anderen so. Man steckt nicht drin. Bitte kann man weiter. Muss man die Serie so gucken, wie du sie auch guckst? Also im Original, dieses babylonische Sprachgewirr. Ja, also ich persönlich mag dieses babylonische, weil ich Synchronisationen überhaupt nicht mag. Ich gucke eigentlich alle Filme im Original. Boah. Hört. Fuck you, Goethe. Ja, ich auch. Das ist dein Totschlagargument immer. Fuck you, Goethe. Ja, immer. Fuck you, Goethe. Die habe ich eigentlich in der synchronisierten Fassung. Als ich das Plakat gesehen habe zu Fuck you, Goethe, das Musical, habe ich echt kurz gedacht, Thorsten Sträter will mich verarschen und hat jetzt ein Plakat drucken lassen, um mich fertig zu machen. Aber es gab es wirklich. Nein, aber Hattu-Film habe ich im Original geguckt. Ein was? Hattu-Film? Was? Hattu-Film? 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 Ja, Hattu-Film? Was ist der Hattu-Film? Was ist das? Ganz kurz. Ich dachte, ihr seid die Nerds. Was ist Hattu-Film? Hattu-Film ist das Original zu Homeland. Eine israelische Serie. Ach ja, natürlich, klar. Ach so. Staffel. Oh. Ja. Sag das doch. Das fußt aber auch auf dem Buch von den Azteken. Das heißt Quetzalcoatl. Hast du denn die israelische? Das liebe ich, diese Reaktion. Das hat Film. Ja, stimmt, das wusste ich. Jetzt, wo du sagst, ich sag schon. Natürlich hättest du mich vorher gefragt, hättest du es erst erklärt und dann gefragt, dann hätte ich auch antworten können. Hast du denn die israelische Originalserie auf Israelisch? Dann haben wir sie im Original geguckt, und das Schöne ist, die reden ja sofort sowohl Hebräisch als auch Arabisch. Okay. Und nachher kannst du den Unterschied hören. Okay. Also nicht verstehen, aber du hörst den Unterschied. Hören. Aber der Klang ist... Aber ich glaube, das spielt ja 1899 auch sehr mit... Hattu-Film? Nein, 1899. Ach so. Spielt ja mit diesen, mit der Problematik, dass da Leute von verschiedenen, verschiedenen Nationen an Bord sind, die sich gegenseitig nicht verstehen. Richtig, aber genau. Und das ist das Tolle, weil wenn die miteinander... Also die Schauspieler selber konnten natürlich alle Englisch, kannten aber den jeweiligen Text des anderen nicht. Mütze, Glatze. Ich hab das verstanden, du brauchst es mir nicht vorspielen. Gary, wenn du jetzt die Mütze absetzt, dann haben wir hier ein Problem. Auch. Mach ich nicht. Gut. Und dann... Nein, ist okay. Nein, mach ich nicht. Nein, go. Ich dachte, reich uns die Flöte des Todes. So. Nein, jetzt bitte lass doch den Bernhard. Ja. Bitte mach. Das ist völlig in Ordnung, ich habe ja auch Spaß. Ja. Ich habe zwar gesagt, ich wäre freiwillig hier, aber es wird Arbeit. Und... Nein, ich bin wegen Hamburg hier, weil Hamburg ist eine geile Stadt. Und das Tolle ist, dass die Schauspieler miteinander gesprochen haben am Tisch in ihren Originalsprachen und jeweils nicht wussten, was der jeweils andere sagt. Mhm. Und das sieht man denen auch an. Also das heißt, das sieht man manchmal auch Deutschen an, wenn sie Deutsch miteinander reden in Filmen. Aber weil? In dem Fall macht es Sinn, wenn die so gucken. Mhm. Weil die dann halt versuchen, sich so auszudrücken in ihrer Sprache, dass der andere, der die Sprache nicht kann, trotzdem versteht. Und das
Weil es schon sehr reizvoll. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn jetzt der deutsche Captain irgendwas auf Deutsch erklärt, die Engländerin oder die Amerikanerin versteht es nicht und geht hinterher nochmal zu ihm hin und sagt, können Sie das nochmal erklären? Wenn man das jetzt in der Synchrofassung guckt, ergibt das ja gar keinen Sinn. Also das deswegen ist das absolut notwendig, das leider die Untertitel in Kauf zu nehmen. Aber ich finde, das macht auch. Ich finde das erstmal klasse, dass das eine deutsche Produktion ist, tatsächlich. Und ich finde das klasse, weil wir jahrelang oder jahrzehntelang immer geheult haben: oh, die Deutschen können kein Genre. Neues aus Uhlenbusch war geil. Aber jetzt gibt's. Aber jetzt nur im Original. Nur im Original. Ja, moin, was machst du hier? Keine Ahnung. Oh, weia. Der Hahn hat keine Eier. Nein, Licht, Alter. Ich habe gelernt, sie einfach dann rausreden zu lassen. Einfach ins Leere laufen. Ich habe auch schon rausgefunden, wer mich zuhöre. Mach weiter. Ja, genau. Rembrandt. Ja, genau. Dass es jetzt endlich auch Genre gibt aus Deutschland. Und das muss man echt mal anerkennen. Ob man jetzt auf 1899 oder auf Dark steht oder nicht. Aber ich finde das klasse, dass es jetzt solche Produktionen, dass die möglich sind und dass die auch ihr internationales Publikum finden. Auf jeden Fall. Und gerade weil wir halt so eine komplizierte Sprache haben und das ja nicht selbstverständlich ist. Ne? Wir sind ja nicht wie die Engländer, weißt du, wo dann The Office auch in Amerika ein Riesenhit wird, weil die halt dieselbe Sprache sprechen. Deswegen finde ich das echt klasse. Und man muss sagen, von der Produktion her ist es extrem aufwendig gewesen. Der Exportschlager in Australien. Was ist das für ein bekacktes Dorf? So, und jetzt übersetzt noch Kli, Kla, Kla, Witterbus. Klei, 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 Witterbus. Ratz und Rübe. Das war ja wohl einer Wichse. Wusstet ihr, Hallo Spencer. Die Quitch Boys. Hallo Spencer wurde ja nach Amerika verkauft. Ja. Und die mussten. Die haben darüber gemacht, wahrscheinlich. Ja. Die haben den nach Amerika verkauft und in Deutschland heißt der Typ ja Spencer. Ja. Weil Hallo Spencer verstehen wir Deutsch, was das heißt. Das Problem ist bloß, in Amerika steht ja im Hintergrund Hallo. Im Englischen müsste da stehen Hello. Ja. Und damit die Kinder nicht verwirrt sind, hat er einen Vornamen bekommen mit dem Namen Hallo. Und deshalb heißt Spencer in Amerika Hallo Spencer. Also wenn man ihn ruft, sagt man Hello, Hallo Spencer. Was? Hallo, hallo Spencer. Ich dachte, ihr seid die Nerds. Ja, stimmt. Wie verhält sich denn jetzt? Wusstet ihr das nicht? Nein, man wird nicht klüger. Das war eine Scheißserie. Wie verhält sich denn jetzt? Komm mal bitte kurz auf 1899 zurück, weil das ist ja die Serie, die im Moment ansteht. Wie verhält sich denn deiner Meinung, deiner Expertise jetzt nach 1899 zu Dark? Ja, ich sag mir jetzt mal, es wird vielleicht nicht getoppt, aber ist sie ein würdiger Nachfolger? Das kann man ja noch nicht entscheiden. Okay. Da muss man warten, bis sie fertig. Das ist der Nachteil bei dieser Art von Filmen, dass man immer erst am Ende weiß, ob sie es gelohnt hat. Mhm. Und bei Serien erst nach der letzten Staffel. Und das befürchte ich hier so ein bisschen. Ich fand Zeitreisen besser als das. Kann jetzt aber nicht offen darüber reden, was wirklich passiert. Ja, weil sonst müsstet ihr mich töten. Nein, sonst würde ich getötet. Nee, werden du uns. Werden du uns? Du uns, wir töten uns alle, wenn wir dann nicht, aber egal. Was? Töten ich persönlich genau, ich werde von ich könnte euch das Geheimnis verraten, aber dann Abstand müsst ihr euch alle töten. Ganz genau. Genau. Oder wir fahren kollektiv nach Tötensinn. Aber wie ist das denn, wenn wir von Zeitreisen reden? Es gab noch eine Serie, über die wir auch gesprochen haben in unserem Podcast, nämlich Beforeigners, die du auch gesehen hast. Ja, so, und jetzt kommt eine Krankheit, du müsstest kurz erklären, was da drin passiert. Das und weiß, ist die Serie, geht. Es gab das mehrere ist die Zeitreise. Schwedische, ist das die schwedische, war das Schweden? Ja. Norwegen, wo auf einmal im Wasser Menschen aus der Vergangenheit auftauchen. Das war eine norwegische Serie? Das war eine norwegische Serie. Ach, wie lustig. Foreigners, genau. Das habe ich gar nicht gemerkt. Die habe ich im englischen Original gesehen. Achso, Moment. Waren das die aus dem Meer kommen genau. und die waren eigentlich tot? Und dann denkst du, fuck, da ist Onkel Günther wieder? Ja, nein, genau. Nee, die waren nicht. Die sind in ihrer Zeit ertrunken und tauchen im nächsten Moment in der Gegenwart, also im Norwegen. Ach, ja, und dann aus. Genau. Lief auf Arte, glaube ich. Genau. Das habe ich angefangen, nicht muss aber zugeben, dass ich da relativ. Boah, da bin ich sehr schwer nur durchgekommen. Okay, das war mir okay dann interessiert mich jetzt aber natürlich, was ist dein Lieblingszeitreisefilm oder Serie? Ned Ryerson? Was ich gemocht habe, war. So, jetzt kommt wieder das. Meine Antworten auf sowas sind meistens dieser Film da, die Serie, wo dieser eine Schauspieler, der auch später als Sportler mal versucht hat. Also in dem Sportfilm oben an der Decke, wo diese Action-Szene passiert. Also das war Travelers oder Travelers. Dieser andere Film. Es gibt diesen einen, wo die in die Zeitreise und die Geschichte verändern müssen.
Du meinst aber nicht... Nicht Travelers. Limits? Nicht Stephen King. Ist das noch relativ neue? Die reisen zurück in die Zeit mit so einer Maschine und verfolgen jemanden, der die Vergangenheit verändert. Und ich zurück in die Zukunft? Ja, genau! Was? Nein! Ich kann mir keine Namen merken, aber ich bin nicht voll bescheuert. Wie war das denn? War das Time Cop? Nein, nicht Time Cop. Time Cop mit Jean-Claude Van Damme? Was? Wie war das? Time Bandit? Looper? Mit Bruce Willis? Also Looper ist ja sensationell. In dieser runden Kugel, sie ist Historikerin. Die sogenannte runde Kugel, da kennst du nicht. Nein, dieser... Timeliner. Danke, Dennis. Timeliner, vielleicht. Gott sei Dank ist der Dennis. Was das? Und das hat mir total gut gefallen, weil die in historische Ereignisse zurückgehen. Und Bill und Ted's wunderbare Reise in die Zeit. Ja. Nee, das war's nicht. Nee, das war's aber nicht. Timeliner nein. passt schon besser. Achso, Dr. Who geguckt die ganze Zeit. Dr. Who? Ja. Ist das der mit... Mit der TARDIS, mit der Doktor hört dann Hu. Mit der Telefonzelle. Mit der Polizei, der die blaue Telefonzelle. Doktor Hu ist komplett an dir vorbeigegangen. Okay, vergiss es. Das ist Zeit und Raum. Da gibt es noch keine Grafik für. Das war doch ein Briefkasten, wo sie einen reingeworfen hat und dann hat er das später gelesen. Nein, das war Neues aus Uhlenbusch. Das war das Haus was ist, am Fluss. Was ist denn du beschäftigst dich ja, wie wir an deiner Grafik zu Dark gesehen haben, ja, sehr intensiv mit diesem Thema. Ja. Was ist denn für dich der logischste und nachvollziehbarste Ansatz einer Zeitreise in einer Serie und in einem Film? Also ich finde, keiner. Denn alle Zeitreisefilme machen einen Fehler und es gab noch niemanden, der mir das erklären konnte. Wir hatten schon Astrophysiker bei uns in der Sendung, die habe ich darauf angesprochen, die reden auch nicht mehr mit mir. Die wohnen jetzt im selben Dorf wie die von Dark, weil da darf ich nicht rein. Und das Problem ist folgendes, wenn wir in einem Zug sitzen und dann irgendwie 5 Minuten zurückreisen, dann landen wir ja auf der Schiene. Habe ich euch jetzt schon verloren? Ja, das ist richtig. Ich weiß aber nicht, verliere ich die Leute oder langweile ich sie? Das ist so eine schöne Mischung aus beiden. Mach mal. Nein, erzähl weiter, Bernhard. Folge dir. Du hast recht. So, das heißt aber auch, wenn ich 5 Minuten zurückreise, war die Erde ja auch an einer anderen Stelle. Und dann ist der Film zu Ende. Dann haben wir das Multiversum. Das konnte mir noch nie wieso? Erklären. Wieso? Wieso ist die Erde an einer anderen Stelle? Weil du stehst ja ein Stück weiter im Sauerland. Naja, das kommt auf die Zeit an. Die bewegt sich ja relativ schnell. Die ist ja relativ schnell, damit sie in einem Jahr um die Sonne ist. Wenn du jetzt in der Zeit reist, hat sich die Erde ja weitergedreht. Aber nur so ein Stück. Naja. So ein Teil, so ein Stück. Das ist aber schon ein Unterschied, ob du jetzt hier bist oder auf Usedom. Also, ja, aber oder dazwischen. Du bist ja in 5 Minuten nicht in Usedom. Wenn du in der Zeit reist, schon, wenn die Erde dreht sich ja in 24 Stunden einmal, kann man ausrechnen. Du reist ja zurück, da müsste ja hinter die Usedom. Man könnte das ausrechnen, aber das ist dann wirklich lang, sogar für mich langweilig. Mhm. Und du wärst dann woanders, dann nimm mal eine Stunde oder nimm mal 10 Tage. Dann hast du schon das Problem, dass du bei 12 Stunden wärst du genau auf der anderen Seite von der Erde in dem Moment. Mhm. Und die Erde wäre ganz woanders. Das Sonnensystem hätte sich weiter bewegt. Ja, wir haben schon ein Crowdfunding hier vorne, die Frau in der ersten Reihe. Welchen Film machst du? 10 Euro. Der das erklärt. Aber ich glaube, mit 10 Euro komme ich hin. Weil nach 10 Minuten ist ja der Typ tot. Deshalb konnte mir noch nie einer erklären. Aber grundsätzlich mag ich jede Art von Zeitreisen. Ich finde, was ich immer langweilig finde, dass in jedem Film dieses Großvater-Paradoxon erklärt wird. Mhm. Ne, dass wenn ich in die Zeit zurückreise, meinen Großvater töte, kann er nicht meinen Vater und der nicht mich zeugen. Trotzdem so. Aber da finde ich manchmal dieses, die sind jetzt einfach da und dürfen sich nicht bewegen oder man darf nicht in die Zeit, wo man selber lebt, dass man da nicht hinreisen kann. Sowas würde mir völlig ausreichen. Okay, also da bin ich sehr... Pass auf, jetzt kommt die Markus-Lanz-Frage. Bernhard Hoeker, in welche Zeit würden Sie zurückreisen? Ja, eben. Ja, eben doch. Thorsten hat da lange drauf gewartet. Ja, eben. Endlich sagt's mal einer. Ja, sicher. 1953. Okay, warum? So. Ja. Und ich sehe Langeweile in den Gesichtern. Weil jetzt, das ist einfach eine Zahl genannt. Nee, weil da meine Urgroßmutter noch gelebt hat. Und ich mache Ahnenforschung. Ich kann euch mal zeigen, wie der Stammbaum aussieht. Und wir haben da keine Grafik für. Aber das ist mir völlig egal. Ich habe ein Plakat gedruckt. Ich bin bei Extra 3, ich kann was reinschieben. Und das Faszinierende daran ist, dass die in meinem Stammbaum die mit interessanteste Geschichte erlebt hat. Okay. Und deshalb würde ich gerne mit dir reden. Aber was für eine Geschichte? Für
für die Geschichte, kann ich kurz erzählen, das wirkt total, die, also, meine Urgroßmutter kommt ursprünglich aus Ludwigshafen, ist dann 1800 irgendwas, 99 mit einem Schiff, ist sie nach Berlin gegangen, wahrscheinlich mit den Worten, ich gehe Keller. Nach Berlin. Und ist dann nach Berlin gegangen. So, also, die ist irgendwie rumgereist und ist dann irgendwie, war in Berlin, in Rostock, in St. Goarshausen und so weiter, in Uhlenbusch und so weiter. Und ist dann irgendwann in Düsseldorf gelandet und hat im Haus ihres späteren Mannes, hat sie dann als Dienstmagd gearbeitet. In der Zwischenzeit, keiner weiß, wie es passieren konnte, hat sie auf dem Weg nach Düsseldorf, sie hat auf jeden Fall ein Kind. So, jetzt kommt der Großvater, also mein Urgroßvater, hat sie sich in sie verliebt und sagte, ich möchte dich heiraten. Und dann sagt sie, ich dich auch, aber du weißt, ich habe ein Kind. Und das war halt 1900, ein Riesenproblem. Ihr seid wohlhabend und so weiter, du ruinierst deine ganze Familie. Und dann hat er gesagt, es ist mir egal, ich liebe dich. Und wenn ich dich heirate, nehme ich das Kind als meines an. Ich muss weinen. Dann haben sie geheiratet. Und das kind war Hitler. Ich hab's versaut, oder? Aber nur geringfügig. Die menschliche Wärme, die sich auf einmal hier im Schmidtchen ausbreitete, gefror zu Eis in diesem Moment. Wir alle haben es gemerkt. Die Temperatur fiel. Thorsten Sträter, der Alarm für Cobra 11 der deutschen Comedy. Wo der eine Rampe sieht, muss der drüber. Von allen Momenten, in allen 103 Podcasts, war das der unerwartetste und vielleicht der beste. Ich habe kurz gewartet. Also, du hast kurz gewartet. Erzähl die Geschichte weiter. Okay. Dann haben sie geheiratet und er nahm das Kind als seines an. Und 14 Tage später hat er es dann zur Adoption freigegeben. Wow. Ja, und dann war es weg. Was? Wirklich jetzt? Ja. Aber jetzt ein Twist. Ich weiß, dagegen war Hitler lustig. Ja. Gegen die Geschichte. dagegen war Hitler lustig, und ein Satz, den man selten sagt. Und danach haben die noch 4 Kinder bekommen. Also ich sag mal so, das Leben dieser Frau, ist mit der möchte ich einfach reden, was da los war. Aber hast du, wenn du Ahnenforschung betreibst und das beschreibst jetzt, das müsste man ja doch mal aufschreiben und so. Ich habe das aufgeschrieben. Hast du das aufgeschrieben? Das wird es eine Chronik der Hoekers geben. Ja, also aufgeschrieben im Sinne von die einzelnen Elemente. Ich habe natürlich dann diesen Sohn gesucht, diesen Verlorenen. Ja. Der soll nach Amerika adoptiert worden sein. Und dann habe ich geguckt, habe auch mit Leuten geredet, die haben irgendwelche Doktorarbeiten über die Adoptionsrechte in den Anfang 1900. Über das, ja? Das war der Vater von Jeffrey Dahmer. Weißt du, das... Aber Dahmer? Ich höre jetzt auf mit dem Scheiß. Aber was muss passieren, damit du nach 2 Wochen ein Kind zur Adoption freigibst? Stellst du nach 14 Tagen fest, nee, das riecht. Das wusste ich nicht. Ja. Also was haben kann die ja nix. Das kann ja nichts. Der hat bestimmt so schlimme gesellschaftliche Regressionen erwartet, dass er das Kind weggegeben hat. Ich glaube, dass er ein Arschloch war einfach. Ja, so. Sehr Möglichkeit 2. Was hat dein Urgroßvater denn beruflich gemacht? Er war Schaffner war er. Mhm. In einem Zug, der in die Vergangenheit. In einem Zug, der in die Vergangenheit reist. Auf einem Schiff war er Kapitän und ist gesunken. Unter Deck. Und dann gegangen. Das ist wirklich eine interessante Geschichte. Stell dir vor, deine Urgroßmutter beantwortet mit einem, sagt, nee, weil das ging nicht. Und dann hängst du für den Rest deines Lebens im Jahr 1953 fest. Muss Peter Kraus hören und so einen Scheiß und Ahoi Brause trinken. Ist es die Sache wert? Es klingt auf jeden Fall wie eine Serie, die demnächst von den Machern von Dark und 1899 verfilmt wird. Ja, das Schöne ist ja, du kannst ja vor allen Dingen, wenn du so langsam redest, kannst du ja in sehr viel Zeit sehr wenig Handlung unterbringen. Das passt ja. Und das heißt, diese Suche nach etwas hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass du ja auch ein Suchender bist. Denn du hast ja auch noch ein anderes. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auf etwas, du begibst dich ja nicht nur auf die Suche bei Serien, sondern auch auf die Suche nach realen Objekten. Und da begrüßen wir an dieser Stelle mal den lieben Benny, der heute hier ist, ja, der auch ein lieber Freund von uns, von unserem Podcast ist und der heute Geburtstag hat. Happy Birthday! Benny. Lieber Benny, aus Lünen extra angereist. Aus Lünen.
aus der Druckerkönig. Ja, genau. Der Druckerkönig. Und mit der Fürst mit dem, des 3D-Drucks. Genau. Das, er der kann König. Der Palpatine des 3D. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ja, das kann, und du solltest vielleicht mal die Grafik von Bernhard in 3D ausdrucken. Dann haben wir vielleicht. Genau. Ohne Badewanne. Aber so als Schachspiel, weißt du, so als dieses 3D-Schach von Star Trek. Du bist mit Benny befreundet, ihr habt zusammen ein Buch geschrieben oder wie war das? Ja, also wir machen beide dieses Hobby Geocachen. Ja, ja, das ist super interessant. Diese moderne Schnitzeljagd, wo man GP. Ja, da muss man nicht viel laufen. Man muss nur mit Leuten unterwegs sein, die laufen für einen. Und man muss das Auto fahren zum Beispiel. Und dann steigen die aus und holen das. Also es ist so, man geht halt wohin. Übers Internet bekommt man irgendwie so die GPS-Koordinaten. Dann fährt man da hin und muss eine Tupperdose suchen. So der Klassiker. Und dann läuft man da rum und guckt dann da so irgendwie und sagt irgendwie, was machst du da? Ich suche eine Dose. Und dann gehst du so hin und guckst überall. Und dann, wenn du die gefunden hast, dann machst du die auf. Da ist ein Logbuch drin. Da trägst du dich ein, wie so ein Gipfelbuch, ne, auf dem Berg. Und dann versteckst du es wieder. Das Gipfelbuch nimmst du ja auch nicht mit. Das Gipfelkreuz lässt du da stehen und so weiter. Und so machst du das dann da auch. Habe ich in der Schweiz mal nicht gemacht. Das war jetzt aber ein böser. Dann kamen sie mir alle entgegen und sagten, hallo Jesus. So, und jetzt? Und Jesus, du bist aber nicht groß geworden. Ne? So, wieso so sprechen in der Schweiz? Ne? Ja, hallo hier auf allem. Na, wie ist es denn? Ja, gut. Na ja, muss ja ein bisschen Fondue haben hier bei uns. Auf, bei uns. So reden die Leute mit Schneeanzügen. Ganz genau. Aber ich finde das total faszinierend. Also das ist ja wirklich, ich meine, du bist aber bestimmt auch ein großer Indiana-Jones-Fan. Natürlich. Ja, genau. Weil das ist ja quasi... Es gibt fantastische drei Filme. Das ist ja quasi Geocaching. Und ich habe mal in Vorbereitung... In Vorbereitung dieses Podcasts habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch mal an so einem Geocache mit dem lieben Benny, mit dem Sebastian. Wo wart beide ihr denn? Hier. Wir waren in dem Müssmann-Haus. Nein. Doch. Ihr wart im. Das Mossmann-Haus. Müssmann-Haus. Was ist denn das? Nein, das was ist das Müssmann-Haus, bevor du jetzt aus. Ja, das Müssmann-Haus, ich hoffe, ich beschreibe das jetzt richtig. Das Müssmann-Haus ist so ein altes gotisches Haus, habe ich gedacht, aber es ist tatsächlich ein Pferd. Einfach, es ist mehrere Baucontainer ineinander verschachtelt auf dem Grundstück der Firma Müssmann. Wo? Und, in welcher Stadt? Ich weiß gar nicht, wo. Man, wo war das, ich habe mir das Schermbeck. Ach, Schermbeck, schön. Ja, das Schermbeck. Hätte jetzt wirklich. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Information die Geschichte vorwärts bringt. Nee, aber man ist ja nett zu wissen, wo ja, man klar. ist. Ja, klar. Und da nur wann man ist, sondern aus Schermbeck heute da. Ja. Da Stadt. Muss man dann durch super enge Gänge rutschen und kriechen und sowas alles. Man folgt dann einer Geschichte. In jedem Raum, in dem man dann landet, muss man eine kleine Aufgabe erfüllen. Die Daten daraus muss man sammeln. Und dann am Ende kriegt man dann halt, wenn man alles richtig gemacht hat, einen Keks. Nein, kann man wieder eine Dose öffnen und dann kann man sich da eintragen und dann hat man es geschafft und ich habe das auch gefilmt und werde das noch zusammenschneiden und super. Schade, ich dachte, wir sehen super jetzt. Gruselig. Es, die Handlung ist, das spielt halt mit so einem Serienkiller, der dann da Frauen verschleppt hat und getötet hat und überall ist Blut. Aber basiert das nicht auf positives Hobby, muss man sagen. Ja, ja. Geht wirklich ja. Um das aber das ist jetzt eins. Beim Geocaching findest du Leichen nur aus Versehen. Bernhard, und da du, ist wirst mir das, du wirst mir das erklären können, weil das ist ja jetzt kein. Ist das jetzt. Was für eine Art Cache war das? Weil das ist ja eigentlich kein so ein klassischer Cache. Das ist wirklich, also es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt die klassischen sogenannten Traditionals. Das heißt, du hast eine Koordinate, gehst da hin und da liegt die Dose. Das ist wahrscheinlich, wird am Michel irgendwo was hängen, an irgendeiner Laterne. Und dann kann man das, das quasi als Reiseführer nehmen, dann steht noch irgendwas dabei. Und dann gibt es diese sogenannten Multicaches. Da muss man über mehrere Stationen wie eine ganz klassische Schnitzeljagd dahin. Mhm. Und die gibt es... sehr lokal, das heißt, du bewegst dich dann da rum bis zu einer Dose. Die gibt es aber auch, dass du auf mehreren Berggipfeln sein musst. Also ich bin mehr so der Berggipfel-Cacher. Okay. Weil das finde ich, dass da oben liegt die Dose und dann entscheide ich rechts oder links und dann gehe ich dahin, wo ich noch nicht war. Okay, okay. Das ist super, also es macht totalen Spaß. Und für alle, die Kinder haben, es ist fantastisch. Ich wollte gerade sagen, es ist perfekt. Ja, die Kinder sind nachher weg. Nein, ja. Das eine ist, du kannst... Nee, die lässt man dann da. Ja. Ach so. Weißt du, du kannst ja, es gibt die sogenannten Trades. Das heißt, man kann etwas aus der Dose rausholen und dafür etwas da lassen. Und dann hältst, es muss halt immer gleichwertig sein. Und dann nimmst du halt eine Playmobil-Figur raus und tust dein Kind rein. Bums. Ja. So wird ein Schuh draus. Und der Witz ist wirklich, das Interessante ist wirklich, das ist weltweit. Also man kann wirklich in jedes Land auf diesem Erdball findet man Geocaches oder kann welche suchen und das ist echt faszinierend. Ja, und wegen dieser Dosen bin ich schon in Ländern gewesen, wo man normalerweise nicht sofort hinfahren würde. Zum Beispiel in Turkmenistan. Ich war in Turkmenistan, weil dort gibt es das Door to Hell. Da gibt es ja so ein riesiges Loch, was glüht. Und da lag eine Dose. Das war die einzige Dose in dem Land. Und dann sind wir da hingefahren, weil die auch noch niemand gefunden hatte.
Und dann sind du wir hast in ein glühendes Loch reingepackt? Ja, klar. Das macht man so. Wie du dir das vorstellst, das würde ich mir schmerzhaft vorstellen, ja. Aber die Dose lag quasi 50 Meter daneben, okay, in der Wüste. Das Problem war eher die Spinnen. Hast du sie gefunden? Ja, wir haben sie gefunden. Oh ja, wir haben sie gefunden. Das war fantastisch. Also das glühende Loch haben wir auch gefunden. Da haben die Russen in den 50er nach Gas gebohrt und gefunden. Diese Russen. Aber sehr überraschend. Und daraufhin ist alles eingekracht. Dann haben die einen brennenden Reifen reingeworfen, um das Gas abzufackeln. Und das brennt heute noch. Also es dauert ein bisschen länger, bis das weg ist. Und deswegen ist das Gas Die Russen sind aber auch immer pfiffig. Ne? Der ja, das aber sind echt das, tolle ja, Ideen. Aber ich sag mal so, Turkmenistan ist nicht CO2-neutral im Moment. Das muss man ist klar. In welches Land, du hast ja viele Länder bereist, du hast ja auch mit unserem lieben Freund Tommy Krapp war Neuseeland-Tour gemacht, ja. Am schönsten Arsch der Welt hieß das Buch und ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Wo würdest du sagen, wenn jetzt einer sagt, oh, ich muss hier raus, ich muss aus Schermbeck Neuseeland. Raus? Neuseeland. Neuseeland ist das geilste Land der Erde, du hast finde dich ich. Als Hobbit auch wohlgefühlt dort. Es ist total super. Das Lustige ist, wir haben natürlich auch ein paar Orte gesehen, wo gedreht wurde. Und das Schönste ist es gibt eine Stelle, also im ersten Hobbit kommen doch die Nazguls, kommen ja oben entlang geritten. Nein, im ersten Herr der Ringe. Meine ich, Herr der Ringe. Laufen die ersten Herr der Ringe, kommen die Nazguls lang und dann rutschen die so einen Hügel runter. Oh ja. Und diesen Hügel, Klassiker, den gibt es in Neuseeland im Original. Oh. Und den findet man total leicht, wenn man läuft durch den Wald und dann ist mitten im Wald eine Matschrutsche von irgendwie 2,50 Meter. Weil da jeder runterrutscht. Weil jeder deppige Fan, der da vorbeikommt. Bist du auch runter? Ja, natürlich. So, der da hingeht, geht da hoch, rutscht da runter und macht, oh, ein Nazgul. Und das Konzept war so ein bisschen Werbung für Neuseeland und die Idee war, dass wir quasi über irgendwie so ein Online-Konzept wurden wir am Abend vorher darüber informiert, welche Sehenswürdigkeit in Neuseeland wir zeigen sollten. Und natürlich war ein Gelände, was wir zeigen sollten, wo halt Herr der Ringe gedreht wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, dann drehen wir auch so eine Herr der Ringe-Sache nach. Also ich als Hobbit auf dem Pferd und reite weg. Die Alternative, worüber die Leute hätten abstimmen können, war mit zwei Rockern auf Motorrädern die Straßen entlang fahren. Jetzt hat die Abstimmung ergeben, wir machen diesen Herr der Ringe-Dreh. Mhm. Niemand hatte sich aber getraut, den Rockern abzusagen. Ein ganz neuer Film entstand. So, genau, jetzt war das Problem, wie fliehe ich? Und dann bin ich halt vor so einem Nazgul, wo übrigens der Tommy Krapp weiß, den ich immer noch dafür hasse, mich nicht korrigiert hat. Den ganzen Film über sage ich Nazgul, was mir auf jeder Convention mindestens eine Ohrfeige einfügt. Nazgul, ja genau. So, und dann haue ich vor so einem Nazgul ab. So, und dann mit dem Pferd erst reite ich und dann komme ich an eine Straße und fliehe weiter mit einem Motorrad. Ah. Und das Problem war jetzt, ich da hingekommen mit dem Pferd, abgesprungen drauf, wir haben das geübt, losgefahren, okay, kommt die zuständige Neuseeland-Frau vorbei, die Vertraveler, diese Tourismusfrau, die zuständig war, dass wir alles richtig machen, nee, das können Sie so nicht machen. Warum? Wir haben hier eine Helmpflicht. Dann habe ich gesagt, ich werde von einem Nazgul verfolgt und jetzt soll ich mir Sorgen um einen Helm machen. Nein, Sie müssen einen Helm aufziehen. Und dann haben wir gedreht, dass ich vom Pferd runterspringe, auf das Motorrad sage, go. Ist ja ein englisches Land, ich habe im Original gesprochen. Und dann dreht er sich um und sagt, no. Und gibt mir den Helm. Und dann ziehe ich den Helm auf. Als und Hobbit. Dann total sieht man einen Hobbit, der mit einem Helm auf dem Kopf auf einem Motorrad durch Neuseeland fährt. Und dann gibt es eine Szene, da fahren wir mitten durch eine Stadt. Was macht dieser Typ auf dem Motorrad, als Nazgul verkleidet, hinter mir? Ich wurde verfolgt von einem anderen Rocker, wie die das geschafft haben, einem Typen mit einem Hells Angels Jacke ein Nazgul-Kostüm anzuziehen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist der tot, der das... Und dann fährt der hinter mir her. Also einen Helm musste er aufhaben, aber er konnte mitten in der Stadt sein Schwert ziehen und fuhr die eine Hand am Lenker, die andere Hand mit einem riesigen Schwert brüllend durch die Stadt. Also das geht. Helmpflicht, ja, aber Schwert kannst du machen. Das geht in Gelsenkirchen auch. Hast du dann auch so eine schöne Hobbit-Perücke aufgehabt? Perücke ja, schön nein. Schön nein, die Spiel. Man hat darauf geachtet, dass es möglichst billig ist. Aber ich habe ein paar Originalsachen gesehen. Zum Beispiel wurde doch in Neuseeland dieser Film gedreht mit diesem Mann, der innen Eisen hat und wo der mit diesen Fingern. Wolverine. Genau. So. Adamantium. Hugh Jackman. Ja, da wo er dann auch unterhalb eines Wasserfalls darunter springt oder sowas. Tarzan. Nein, wir sind noch im selben Film. Wir sind immer noch in diesem Wolverine.
Genau. Wolverine. Okay, in dem Film. Ja. Und an dem Wasserfall war ich, wo der runterspringt. Und ich kann euch was verraten. Jetzt bin ich gespannt. Der ist nicht wirklich runtergesprungen. Denn unten sind Steine. Ah. Was man in den Filmen sieht, stimmt manchmal gar nicht. Der ist aus Adamantium. Klar kann der da runterspringen, wenn da Steine sind. Lass dich auch nicht so verarschen. Aber dann ist er doch verbogen. Was? Ist er da nicht verbogen? Nein, er hat Selbstheilungskräfte. Adamantium verbiegt sich nicht. Ja, niemand. Also wenn es ein bisschen verbiegt, dann federt sofort nach. Ja, das eigentliche Problem sind die Koteletten. Ja. Aber wir sind immer wieder weg und müssen künstlich. Aber das Schöne ist, Bernhard, du siehst mit Haaren wirklich total toll aus. Wir blenden mal. Nein, ihr habt nicht wirklich ein Foto. Ich habe ein Foto mit dir und Haaren, wo wir zusammen, damals in Füssen, nicht jetzt hier, nur für die Leute, die es jetzt sehen, wo wir in Füssen zusammen waren, bei einer Quatsch-Comedy-Club-Sache, wo du einen Opernsänger, glaube ich, gespielt hast. Du und Tetje, ihr habt so ein Opern-Medley gemacht. Ja, mein Traum war immer Phantom der Oper. Phantom der Oper hast du gemacht, ja. Ja, meins auch, mein Lieblingsmusical. Das ist wirklich super, oder? Phantom ist super. Ganz nice, das Phantom. Der Opa. Haus ist das Gespenst. Ganz nah ist das Phantom der Opa. Sing für mich, du Sau. Ja, genau. Ich liebe das auch. Sing für mich. Mein Engel, der Liebe. Los, sing. Du hast es hackt. Ja, ich liebe es auch. Fantastisch. Kein Wunder, dass irgendwann der Kronleuchter runterkommt. Ja, eine Frage der Zeit. Oh. Wir entschuldigen uns bei allen Hundebesitzern an dieser Stelle. Und hast du mit Tetje in allen Ecken. Haben Tetje und du nicht auch das Dirty Dancing Finale gemacht? Ja, und dann haben wir mehrere Musicals hintereinander gemacht. Ja. Ich wollte nur das Phantom singen, der Rest war mir egal. Ja. Und dann hat Thomas Hermanns hat sich dann leider für auch solche Sachen entschieden. Und dann haben wir natürlich Dirty Dancing gesungen. Dirty Dancing auch gemacht. Das war sehr, sehr schön. Bernhard, danke, dass du da warst. Wir sind nicht klüger geworden. Wir sind aber sowas von. Wir sind nicht glücklich. In 10 Minuten muss die Hose kalt beim Stuhl hängen. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Bevor wir gehen, ich möchte noch mal kurz, weil wir auch über Fantasy gesprochen haben, noch mal auf das Buch A Lifetime Full of Fantasy von Sassania Seri hinweisen, falls ihr euch für Fantasy-Serien und Filme der 80er Jahre und heute auch Game of Thrones und die anderen Serien Herr der Ringe interessiert. Ein ganz, ganz tolles Buch, jetzt kurz vor Weihnachten. Ganz, ganz toll. Danke an das Team vom Schmidtchen. Danke an Henning. Danke an Hanno an der Technik. Danke an Jürgen an den Kameras. Großer Applaus einmal hier für die Jungs und Mädels, die das machen. Danke an euch, dass ihr diesen langen Atem hattet und 3 Jahre gewartet habt. Und wir kommen nächstes Jahr wieder. Wir haben, glaube ich, auch sogar einen Termin. Du nicht, nein, aber wir haben auf jeden Fall nicht das, deswegen nicht, aber das, wir haben dann immer so. Wir bedanken uns bei allen unseren Unterstützern über Patreon. Ohne euch könnten wir das gar nicht stemmen und machen. Danke an euch. Und ich habe am Ende, Bernhard, bevor Gary uns gleich auf seine unwiederbringliche Art und Weise, wie wir das schon kennen, verabschiedet, noch eine Bitte, Bernhard. Und zwar, es gibt so Nummern, die kommen, die Nummern, die bleiben. Das ist so wie bei Otto, der Föhn hat gelogen. Ja? Und du hast... Hoeker, Sie sind raus. Wieso das denn? Hoeker, Sie sind raus. Hieß auch das erste Programm von dir, Hoeker, Sie sind raus. Und du hattest, ich habe das damals gesehen, ich war sogar bei der Premiere zusammen mit Bastian damals in Bonn in der Springmaus. Ja. Bei der Premiere. Und du hast eine Nummer... Die ist bei mir geblieben, und zwar ist es die Nummer mit dem Märchen erzählen. Bevor du es jetzt machst, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Bernhard hat eine wunderbare Nummer, wo er verschiedene Berufe dargestellt hat, wo die Eltern Märchen erzählen. Und das war sehr, sehr, sehr lustig. Und ich möchte, dass du den Piloten noch einmal machst. Wie der Pilot, also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Aufbau richtig mache. Kannst du es noch? Weißt du es noch, wie es geht? Sagen wir mal so, es ist 20 Jahre her. Es ist sogar 22 Jahre her, glaube ich. Aber, oder 21, auf jeden Fall. Ich weiß, auf jeden Fall ist das, was du sagst, ist in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Und ich rufe es mir immer wieder ab, wenn ich schlecht drauf bin. Und dann mache ich dieses Ding. Und dafür musst du ganz nah ans Mikrofon gehen. Ja, genau. Und die Technik muss die Frequenz, das könnt ihr jetzt den Tobi fragen, der da ist. Welche Frequenzen müssen rausgezogen werden? Also die Mittelfrequenzen bleiben, richtig? Die hohen und die niedrigen Frequenzen bitte gleich rausziehen. Das geht. Wir fliegen zum Mars. Es geht alles. Okay. Also der Aufbau ist der, ein Pilot kommt in das Kinderzimmer. Also der Aufbau ist der, dass ich sage, dass uns natürlich unsere Vergangenheit prägt. Und dass ich sehr geprägt wurde durch die, die mir Märchen erzählt haben damals. Deshalb dachte ich immer, Hänsel und Gretel. Gretel hätten 39 Russland überfallen, weil mein Opa war mein Hauptmärchenerzähler. Ja.
Mir fällt gerade auf, dass die Nummern von damals kann ich wieder spielen. Sie haben eine neue Bedeutung. Schön. So, und dann ist es natürlich so, dass das auch natürlich auch heute noch an ist, weil der Beruf natürlich auch sehr prägt. Unter anderem, wenn der Vater von Beruf Pilot ist. Wir stellen uns vor, der Papa kommt von den Malediven zurück und setzt sich zu seinen Kindern ans Bett. Guten Abend. Ich bin heute Abend der Märchenerzähler. Mein Name ist Papa. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl im Bett. Hänsel und Gretel, die sind so circa... dreieinhalb Kilometer von zu Hause entfernt. Und werden sich in wenigen Minuten im Wald verlaufen. Wenn Sie rechts aus dem Fenster schauen, sehen Sie das Pfefferkuchenhaus. Im Ofen herrschen angenehme 360 Grad. Die Hänsel der ersten Klasse werden zudem gemästet. So, das Märchen kommt jetzt in eine Zone mit leichten Turbulenzen. Gretel wird aus Sicherheitsgründen eingesperrt und Hänsel wird gebeten, die Hexe wird gebeten, sich in den Ofen zu begeben und das Leben einzustellen. So, das war's. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Geschichte und wählen beim nächsten Mal wieder die Gebrüder Grimm. Bitte bleiben Sie noch so lange wach. Bis das Märchenbuch seine vorgeschriebene Schrankposition erreicht hat. Dankeschön. Bernhard Hoeker! Nach all der Zeit, nach all das... Nach 15 Jahren. Danke Hamburg, danke St. Pauli. Dankeschön. Habt eine gute Zeit. Und das, ganz kurz. Und das Schlusswort, bevor ihr alle kollektiv ausrastet, das hat jetzt der Gerry, der Streberg. Alles Gute, auch beruflich. Danke, Hamburg! Bernhard Hoeker! Dankeschön! Und die drei von der Tanzstelle. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bänder und Streberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch... Das Video, man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner, kann man. Da unten, genau. Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht, ja, genau. Da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja.
Also schön, falls ihr also, uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen. Dann ist man immer man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.